Element. Schön, dass ihr Zeit habt, auch hier euch eingeloggt habt. Ja, und als erstes Mal, weil immer die Frage kommt, weil immer ganz oft MINT durch den Raum geistert. Ja, was bedeutet denn überhaupt MINT? Ja, wir reden immer von MINT. MINT ist eine Abkürzung. MINT steht für die vier Buchstaben. Hier haben wir es dann auch nochmal zum Lesen. Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Und das Projekt iMINT, seit ungefähr 2012 läuft es schon. Da geht es in erster Linie darum, dass wir den Schülerinnen und Schülern während ihrer Berufsorientierungsphase ein bisschen Hilfestellung geben wollen für, ja, was mache ich denn eigentlich nach der Schule? Mache ich eine Ausbildung oder will ich dann doch studieren? Und wir zeigen so den Weg, wie man da mit dualen Ausbildungsgängen da so einen kleinen Überblick verschafft. Warum ist es so wichtig? Ganz einfach. Wir haben nochmal hier in Deutschland, leider, Marco, du kennst das, den Fachkräftemangel, gerade in diesen Berufen, ja, alles, was hier mit Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu tun hat. Und da brauchen wir dann auch tatkräftige Unterstützung, einmal natürlich der Schulen, aber vor allem der Unternehmen. Zu denen komme ich gleich, weil wir sind hier in einem ganz besonderen Gebäude bei der Dentsply Sirona in Bensheim. Eins noch vorweg, dieses Projekt kann überhaupt nur so laufen und so erfolgreich laufen in Hessen, weil wir natürlich hier finanziell, aber auch ideelle Unterstützung haben durch das Hessische Wirtschaftsministerium und der Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Hessen. Bevor unser Livestream jetzt gleich losgeht, ungefähr 30, 40 Minuten schätze ich, ja, will ich noch ganz kurz noch zwei Infos geben. Ihr könnt aktiv in dem Chat sozusagen in dem Livestream auch in den Chat eintreten und könnt uns Fragen stellen. Wir werden dann schauen, dass wir wahrscheinlich nicht alle Fragen, aber ab und zu mal die ein oder andere Frage hier aktiv mit einbinden und dann die Fragen an die Akteure hier stellen. Bevor ich an Dentsply Sirona übergebe, stelle ich noch ganz kurz mein Team vor. Zu meiner Linken, sag was. Hallo, ich bin Marco Schimborn, ich bin der Projektkoordinator für Südhessen. Und damit quasi ist meine Partnerfirma in Dentsply Sirona. Ich bin zuständig, dass die Firmen mit den Schulen zusammenkommen. Okay. Den Sie jetzt nicht sehen können, aber auch zu unserem Team gehört, der steht an und vor allem auch hinter der Kamera. Das ist Christoph Klutsch, den Daumen habt ihr jetzt schon mal gesehen. Ja, das ist auch gleichzeitig unser Projektleiter. Und er wird uns dann so immer auch so ein bisschen hoffentlich dann mit Fragen noch so ein bisschen füttern. Ansonsten sind wir gut präpariert. Ja, vielleicht auch zum Schluss. Mein Name Alexander Borg. Ich bin einer der MINT-Trainer, die durch ganz Hessen fahren an die Schulen und die Unternehmen und die Schüler so ein bisschen an die Hand nehmen und so ein bisschen für die in der Berufsorientierung unterstützen. So, der Name Dentsply Sirona ist gefallen. Hier sind wir. Vielen, vielen Dank erstmal von unserer Seite aus an die Firma Dentsply Sirona hier in Bensheim, die ganz spontan gesagt haben, ja, wir machen diesen Spaß mit, wir finden es sinnvoll, ja, und deswegen übergebe ich jetzt an den Ausbilder, Herrn Beitzel. Ja, dann wollen wir mal eine Präsentation starten. Bitte das Licht aus, genau. Ja, dann zuallererst mal ein herzliches Willkommen zur Präsentation der Ausbildung und des Unternehmens Dentsply Sirona hier am südhessischen Standort in Bensheim. Mein Name ist Holger Beitzel, ich bin seit 15 Jahren technischer Ausbilder hier am Standort. Ja, die Präsentation kommt jetzt gleich. Seit 15 Jahren Ausbilder hier am Standort. Und ja, ich mache meinen Beruf sehr, sehr gerne, mache den mit Herzblut und freue mich deswegen auch, euch heute einfach mal kurz unser Unternehmen und die Ausbildung vorstellen zu dürfen. Wir gehen mal auf die erste Folie. Derzeit hat unser Unternehmen rund 15.000 Mitarbeiter weltweit an 40 Standorten und wir machen jährlich einen Umsatz oder haben im letzten Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 4 Milliarden US-Dollar gemacht. Wer sind wir überhaupt? Wir sind der größte Hersteller für dentale Ausrüstungsgüter auf der ganzen Welt. Hier am Standort in Bensheim fertigen wir oder haben wir vier große Geschäftsbereiche. Da haben wir zum einen, ich gehe mal ein bisschen weiter hier rüber ins Bild, da haben wir zum einen die Behandlungseinheiten, das werdet ihr vielleicht kennen oder die werdet ihr vielleicht kennen aus einer Behandlung von eurem Zahnarzt oder eurer Zahnärztin. Dann brauchen wir natürlich noch die Röntgengeräte, die wir hier am Standort fertigen, damit auch euer Arzt oder eure Ärztin weiß, wo denn überhaupt die Behandlung stattfinden soll, an welchem Zahn, wo denn der Schmerz herkommt. Zur Behandlung brauchen wir dann natürlich die Instrumente, die wir auch hier am Standort fertigen. Und dann haben wir noch
die Keramikrestaurationsgeräte, wenn euch vielleicht mal ein Zahn abgebrochen ist und dann ein, ja, sag mal, ein Ersatzteil gebraucht wird, dann wird von diesen Schleifgeräten ein Inlay gemacht und das kann man dann in euren Zahn einsetzen. Das sind jetzt die vier Geschäftsbereiche, die wir hier am Standort haben. Es ist aber so, dass wir der einzige Hersteller sind, der quasi alle Verbrauchsgüter, auch noch zusätzlich die quasi in einem Zahnlabor, in einer Zahnklinik, in einem Krankenhaus, also egal wo die gebraucht werden im dentalen Bereich, die stellen wir alle her. Ja, da gibt es jetzt ganz viele verschiedene Beispiele. Ich nenne jetzt einfach mal stellvertretend die Implantate oder Bauteile für die Kieferorthopädie. Gut, kommen wir zur Ausbildung bei Dentsply Sirona. Erstmal ganz wichtig, beim Zahnarzt sagen ja immer viele, oh Gott, Zahnarzt, schlimm. Also hier bei unserem Standort sehen Sie keinen oder werden wir niemanden rumlaufen sehen, der hier schreiend wegläuft, weil wir Dentalgeräte herstellen. Das Gegenteil ist der Fall. Wir wissen, dass wir Geräte herstellen, die Menschen helfen. Darauf sind wir sehr, sehr stolz. Und die Ausbildung bei uns und das Arbeiten bei uns macht auch sehr viel Spaß. Ja, das ist was ganz anderes, wie zum Zahnarzt zu gehen. Gut, dann ein kurzer Überblick über die Ausbildung. Wir haben zurzeit 94 Auszubildende, unter anderem im Berufsbild Mechatroniker und Mechatronikerin. Dieses Berufsbild werden euch nachher noch zwei meiner Auszubildenden live hier vorstellen. Weitere Berufsbilder haben wir noch den Industriemechaniker, Zerspannungsmechaniker, die Fachkraft für Lagerlogistik, den Fachinformatiker und dann noch eine ganze Menge Studiengänge. Zum Beispiel Elektrotechnik, Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen, IT, International Business, also ein sehr großes Portfolio, was wir hier anbieten. Dann habe ich ein bisschen was zusammengeschrieben, von dem ich ausgehe, dass es Schülerinnen und Schüler interessiert. Ja, also wonach wähle ich denn ein Unternehmen aus, in dem ich eine Ausbildung machen möchte? Also erstmal sind wir ein Unternehmen, was als Top-Arbeitgeber ausgezeichnet ist. Und das ist eine Auszeichnung, die bekommen nur die besten 100 Unternehmen in Deutschland. Dazu sind wir ausgezeichnet als bester Ausbildungs- oder als einer der besten Ausbildungsbetriebe im Kammerbezirk Darmstadt, weil wir immer wieder Prüflinge haben, die einfach als Kammerbeste abschließen. Was uns auszeichnet, ist auch, dass wir unsere Auszubildenden nach der Abschlussprüfung übernehmen, weil wir die Facharbeiter hier im Unternehmen auch haben möchten. Dann haben wir eine sehr moderne Ausbildungsstätte mit, ja, mit einer sehr, sehr guten Ausstattung und einem Ausbilderteam, welches sich einfach natürlich um die Azubis kümmert. Die Azubis bekommen bei uns kostenfreie Arbeitskleidung, werden bei uns intern auf ihre Abschlussprüfungen vorbereitet. Wir sind leicht erreichbar mit Bus und Bahn. Bei uns gibt es kostenfreie Parkplätze und natürlich ganz wichtig, ohne Mampf kein Kampf, sage ich immer. Wir haben eine Kantine mit sehr leckerem Essen und Vergünstigungen für die Auszubildenden. Wie gesagt, war das einfach ein kurzer Überblick von Inhalten, die ich immer wieder gefragt werde von Schulklassen und wo ich dann einfach schon mal vorab hier im Livestream eine Antwort drauf geben wollte. Dann möchte ich mich erstmal bei euch bedanken. Ich hoffe, ihr habt schon ein bisschen Lust auf eine Ausbildung bei uns bekommen. Wenn irgendwann eine Bewerbung kommt, würden wir uns darüber sehr freuen. Dann erstmal von meiner Seite vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich würde dann übergeben an meine Auszubildenden Alexandra und Sebastian, die euch jetzt das Berufsbild des Mechatronikers und der Mechatronikerin vorstellen würden. Wir haben tatsächlich auch schon so als kleines Zwischenfazit 7 Leute im Chat und eben gerade kam als Kommentar, dass es sehr leise ist. Wir haben ja technisch leider nicht die Möglichkeit, das nachzusteuern, aber vielleicht daher die Bitte an euch, wenn ihr möglichst laut reden könntet, das wäre, glaube ich, super. Okay. Gut, dann fange ich mal an. Hi, auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich bin die Alexandra, lieber Alex. Ich bin 21 Jahre alt und lerne hier in der Firma Mechatronikerin. Ich bin mittlerweile im 3. Ausbildungslehrjahr. Nach 3,5 Jahren wäre ich durch, also bin ich im Januar fertig, relativ am Ende. Und ja, dann einmal noch mein Kollege. Genau, ich bin hier der Sebastian Sänger. Ich bin ebenfalls im 3. Ausbildungsjahr. Ich bin 19 Jahre alt, habe mit 17 meine Ausbildung hier begonnen. Und es macht mega viel Spaß, eine Ausbildung zu machen. Ist mal was anderes als nur die reine Theorie in der Schule. Also ich kann es erstmal jedem empfehlen. Ja. Wir haben jetzt hier so ein paar Sachen aufgebaut. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr vielleicht schon ein paar Sachen davon. Hier sind ein paar Fräser, Bohrer, verschiedene Arten und Drehmeißel. Das erklären wir jetzt gleich nochmal alles. Und würden wir jetzt erstmal anfangen, ein bisschen mit
Bohren und Fräsen. Manche Leute von euch wissen vielleicht nicht ganz, was das ist, also erkläre ich es mal kurz. Wenn wir fräsen, mal das Einfache erstmal gesagt, wir haben jetzt hier eine Platte und wir wollen das hier so kleine Rillen hier drin haben, dass hier jetzt CNC 2020 steht. Genau. Und dafür können wir dann solche sogenannte Fräser, Fräsköpfe nehmen. Die sind jetzt relativ dick, das ist ein 20er. Und können in das Material eintauchen, oder hier jetzt auch an der Seite, eintauchen und langfahren. Und dadurch nehmen wir das Material ab. Das heißt, das Werkstück ist eingespannt und das Werkzeug dreht sich und nimmt dementsprechend dann den Span ab. Dann haben wir natürlich auch was Ähnliches, das kennt ihr wahrscheinlich alle von mal zu Hause oder irgendwas, oder auch von der Schule. Wir bohren auch manchmal Löcher. Und das geht auch zwar mit einer Fräsmaschine, aber gibt es natürlich auch Bohrmaschinen, die kennt ihr wahrscheinlich eher. Dann haben wir hier einfach ein Loch. Das heißt, wir haben genau dasselbe. Das ist jetzt ein Bohrer. Das heißt, wir bohren, beziehungsweise andersrum, genau. Der Bohrer dreht sich und greift damit so ins Material ein und nimmt dementsprechend halt auch das Material weg, wodurch halt ein Loch entsteht. Hier haben wir jetzt mal ein paar Sachen drauf, wie es so aussehen kann. Also hier ist ein relativ großes Teil. Hier wurde gebohrt, gefräst und sogar auch Gewinde reingeschnitten. Also dazu da, um halt irgendwie Schrauben festzumachen, damit sie sich anziehen können und damit man dann irgendwas dran befestigen kann. Genau. Dann haben wir gleich jetzt noch Drehen und das erklärt euch jetzt die liebe Alex. Gut, dann mache ich mit dem Drehen natürlich weiter. Ganz einfaches Drehbeispiel ist zum Beispiel einmal das hier. Drehen ist hauptsächlich für Hundeteile bzw. für Stangen. Was bei uns einfach bedeutet, wir haben jetzt zum Beispiel eine Stange mit diesem Durchmesser, einfach diese Dicke. Dann haben wir hier kleine Meißel. Dann gehen wir immer mit den Meißeln dran und nehmen ab. Je nachdem, welche Richtung wir haben, können wir einmal so verfahren und einmal so verfahren und können dann immer gucken, dass wir Material abnehmen. Was dann auch bedeutet, wir können kleine Rillen reinmachen, wir können die schmäler machen, wir können aber auch Gewinde draufschneiden, damit man zum Beispiel für die Schrauben auch Muttern drauf machen kann. Und lauter sowas gibt es dann halt auch beim Drehen. Da gibt es auch Möglichkeiten, dass man auch an der Drehmaschine auch zum Beispiel bohren könnte. Wenn das jetzt zum Beispiel so wäre, das wäre dann hier eingespannt, hier fest in der Maschine. Und dann könnte man auch hier mit einer Drehmaschine bohren. Aber dafür gibt es natürlich auch die Bohrmaschine. Es gibt dann sehr viele Varianten davon, es gibt auch unterschiedliche Meißel dafür, wie man es dann halt nötig hat. So, ja. Alexander, darf ich mal ganz kurz fragen, klar. Also wenn man jetzt hier so arbeitet mit, wie heißen die nochmal? Drehmeißel. Drehmeißel, das ist da so, ist irgendwie dreht man das dann da, muss man da, oder muss man da genau arbeiten, ist es da so im Zentimeterbereich oder im Millimeterbereich, kannst du was dazu sagen, wie genau arbeitet ihr denn? Also wir arbeiten wirklich sehr, sehr genau. Am Anfang gehen wir meistens auf Millimeter genauer. Wir gehen eigentlich noch sehr, sehr viel genauer. Also wir gehen bis zum 10. Millimeter runter. Dazu hat jetzt gerade Billy the Hunter 18 im Chat auch eine Frage. Und zwar fragt er, ob die Meißel computergesteuert werden. Geht auch, ja. Wir lernen das am Anfang immer erst sozusagen per Hand, dass wir an die Maschine gehen, die Maschine einrichten und bedienen. Aber wir haben auch Maschinen, die das sozusagen von alleine können, die wir nur einrichten und dann mit dem Programm starten können. Die computergesteuerten Maschinen, das lernen wir beides sogar. Also man muss aber schon genau, also nicht nur genau arbeiten, sondern auch so ein Verständnis dafür haben, für Zahlen, wo man dann sagt, okay, ja. Und auch ein Gefühl dafür, weil ich habe das jetzt irgendwie so verstanden, ich habe zwar noch nie an so einer Maschine gearbeitet, aber das heißt, man muss da wirklich dann, wie gesagt, im Millimeter sogar noch kleiner als, oder kleinere Einheit als Millimeter, ja. Das heißt, für jemand, der so zwei linke Hände hat wie ich, wäre das wahrscheinlich nicht so ideal. Es kommt immer auch ein bisschen drauf an. Manche Sachen sind auch einfach Übungssache. Mhm. Also man kann manche Sachen wirklich mit einer Übung hinkriegen. Klar, ein bisschen Grundhandling und ein bisschen Grundverständnis sollte man schon dafür aufbringen, aber es ist eigentlich nichts, was man nicht lernen könnte. Okay. Mhm. Und natürlich sollte man mit solchen Materialien bzw. mit solchen Werkzeugen, ich könnte mir vorstellen, dass man das nicht für 2,50 Euro dann bekommt, auch pfleglich umgehen. Also es ist auch in eurem Beruf wichtig, dass ihr wahrscheinlich dann
die Gerätschaften, die Maschinen, aber auch das Werkzeug dann immer schon pflegt, sauber macht, ja? Ja, also wir müssen sowieso täglich, wenn wir eine Maschine benutzt haben, müssen wir die auch sauber machen, weil es stehen ja auch Späne, wir nehmen ja auch Material weg und das muss ja auch irgendwo hin. Wir müssen das immer entsorgen, auch die Maschinen sauber machen. Die Maschinen müssen ja zum Beispiel auch geölt werden, damit sie reibungsfrei laufen. Und wenn da halt mal was ausläuft, das müssen wir alles wegnehmen, die natürlich sauber halten. So eine Maschine ist sehr, sehr teuer, weswegen wir auch sehr stolz sein können, so viele Maschinen als Azubis zu haben, um daran lernen zu dürfen. Ja. Die Verantwortung oder sowas, die man euch übergeben wurde, sagt, okay, hier, pass auf, unsere Azubis, die passen dann schon auf. Ne? Weil du eben gerade sagtest, Öl oder das war also, gerade wir haben ja vorhin, habe ich ja so erzählt, unseren Zuschauern und Zuhörern, dass wir in Deutschland jetzt diesen Fachkräftemangel haben. Wir fragen dann immer so, warum ist es so, dass so wenige sich für diese Berufe interessieren? Und es sind tatsächlich einige dabei, die sagen, oh, da komme ich wahrscheinlich den ganzen Tag total ölverschmiert und schmutzig nach Hause, ja, und deswegen habe ich keine Lust. Sagt doch unseren Zuschauern und Zuhörern nochmal, wie die Wirklichkeit aussieht. Kommt ihr jeden Tag total ölverschmiert, also euch kaum noch bewegen könnt? Ja. Nein, eigentlich fast gar nicht. Also am Anfang, wenn wir halt die Grundsachen natürlich direkt an der Maschine lernen, kann das natürlich passieren. Klar, dass wir auch mal was abkriegen. Aber wenn wir irgendwann so weit sind, dass wir auch an die computergesteuerten Maschinen dürfen und am Ende eigentlich nur noch einrichten und halt wirklich am Ende sauber machen, dann kriegen wir eigentlich gar nichts mehr ab. Es ist halt, auf der einen Seite haben wir Theorie, klar, da kriegt man natürlich nichts ab. Auf der anderen Seite die Praxis, wenn man genug Grundlagen hat und das Verständnis dafür hat, dann darf man auch in die Maschinen, wo man nicht dreckig wird. Okay. Zeig mal eure Fingernägel. Also, der Beweis, alles sauber. Und hier auch hier für die jungen Damen oder sowas, die brauchen sich auch keine Gedanken machen oder sowas, ob da mal ein Nagel oder sowas dann da in Mitleidenschaft gezogen wird. Nee, ne? Nö, also wenn man ganz normale Nägel hat, nicht. Schön. Okay, ja. Gibt es noch irgendetwas, was ihr hier noch sagen wollt? Was ganz interessant ist, so zur Wartung, das lernen wir halt auch. Ihr könnt es euch noch ein bisschen vorstellen, eure Eltern haben bestimmt mal ein Auto, weil die wollen wahrscheinlich auch irgendwo mal hinfahren. Und ihr könnt natürlich auch das Auto benutzen, indem ihr und sagt, ihr macht jetzt gar kein Öl oder sowas rein. So könnt ihr auch die Maschinen benutzen hier. Nur leider ist es dann halt meistens kontraproduktiv, weil man dann das Problem hat, dass halt das Auto vielleicht nach 3-4 Jahren sagt, jetzt fahre ich nicht mehr. Dementsprechend lernen wir auch hier so die Grundlagen, wie es ist, eine Wartung durchzuführen, das heißt sauber zu machen, Öl nachfüllen, gucken, ob irgendwelche Zahnräder, ob die alles noch gut aussehen, ob da irgendwas irgendwie abgerieben ist oder irgendwas in der Art. Und sowas lernen wir zum Beispiel auch hier. Also zu Fragen vorher. Okay. Ja. Ich sehe da noch was. Ich sehe da hier noch so eine Maschine, eine Apparatur, kann mir ehrlich gesagt nichts drunter vorstellen, was das sein könnte. Es sieht kompliziert aus. Was habt ihr denn da hier mitgebracht? Also erstmal vorneweg bei uns, sowohl bei den Mechatronikern als auch bei den Industriemechanikern, denn das hier ist eine Industriemechanikerprüfung, gibt es 2 Teile von Prüfungen. Wir haben nach 1,5 Jahren eine Prüfung und nach 3,5 Jahren. Nach 1,5 Jahren ist so wirklich, die Grundlagen sind gelegt, das meiste muss mittlerweile vermittelt worden sein und das sieht man dann anhand von so einer Prüfung. Also das ist eine ganz typische Prüfung nach 1,5 Jahren, wo dann die Industriemechaniker haben. Wir haben leider jetzt gerade keine Mechatronikerprüfung, deswegen zeigen wir euch jetzt die einmal. Aber ganz kurz, also bei Denz, bei Sirona, also es wird nicht nur Mechatroniker ausgebildet, sondern auch Industriemechaniker. Und was haben wir noch? Was habt ihr noch hier für Ausbildungsberufe? Wir haben zum Beispiel auch noch den Fachkraft für Lagerlogistiker. Okay. Ja. Das ist, also die arbeiten dann bei uns wirklich im Lager, weil wir haben ja nicht nur ein großes Unternehmen, sondern auch dementsprechend ein großes Lager, weil irgendwo muss ja die Ware hin, die wir verbauen, aber irgendwo muss ja auch die Ware hin, die wir fertiggestellt haben. Klar. Wir brauchen einen Standplatz und da haben wir halt ein sehr, sehr großes Lager, wo sich auch Leute auskennen müssen und wo halt auch Leute dafür sorgen müssen, dass in den Produktionslinien, wo die Teile zusammengebaut werden, dass die Teile da sind, weil ansonsten kann man ja nichts zusammenbauen. Und dafür sind die dann zum Beispiel da, die bilden wir hier auch aus. Schon mal gut auch für unsere Schülerinnen und Schüler, die jetzt hoffentlich zu scharen an einem Livestream sind, dann einfach nur wissen, oh ja, okay, das ist vielleicht nichts für mich, so direkt so mit den Meißeln und mit dem Fräsen und sowas, aber ich könnte mir vorstellen, als, was war das, Fachkraft für Lagerlogistik oder sowas, da gibt es auch hier jede Menge Möglichkeiten, bei Denz bei Sirona gut unterzukommen. Ja, und was ist das, Hasenkäfig oder was? Nein, also wir haben erstmal eine Grundplatte, dann haben wir ja vorhin gesehen, also man kann ja mit vielen Varianten die Grundsachen vom Metall zum Beispiel lernen. Also gerade der hintere Teil hier besteht aus Metallteilen, die die Prüflinge selber herstellen und selber auch machen an den Maschinen.
Deswegen sind hier auch manchmal so kleine Nummern drauf. Das ist dann die Nummer vom Prüfling, dass man das halt zuordnen kann. Und die hat die Person wirklich selber hergestellt. Mhm. Also wirklich selbst an den Maschinen auch gemacht. Dann haben wir hier einmal so eine ganz komische Verkabelung. Die sind etwas heller, muss man halt etwas genauer vielleicht gerade hingucken. Mhm. Das ist auch ein Teil, das nennt man nämlich Pneumatik. Das ist auch ein sehr großer Bestandteil. Den lernen sowohl die Industriemechaniker als auch die Mechatroniker. Und es ist einfach jetzt die Kunst daran, über den Zylinder und der Ansteuerung von der Pneumatik hier sich alles Mögliche bewegen zu lassen. Mhm. Und zwar, indem man einfach nur auf einen Knopf drückt, der dann sagt, lass das Ding laufen. Und es wird manuell bewegt wahrscheinlich jetzt so, oder? Genau, das ist dann ein Zylinder, der hier vor uns zurückgeht, der dann hier das bewegt. Dann bewegst du doch mal. So. So, die Sache ist die, ich muss das jetzt hier anmachen, was dann bitte auch bedeutet, Sicherheit. Wir arbeiten jetzt mit Pneumatik. Oh, da muss man auch eine Brille aufsetzen wahrscheinlich, ja. Genau. Ist jetzt nur vielleicht noch eine Zwischenfrage, so dieser Beruf, den ihr habt als Mechatroniker, sieht ganz toll aus, ja. Generell gefährlich oder so? Also würdet ihr den Schülerinnen und Schülern abraten, sagt bitte auf gar keinen Fall, das ist zu gefährlich? Oder Sebastian, zeig mal, du hast noch deine 10 Finger, ne? Also ich habe noch alle meine 10 Finger, das ist nicht ein Sägewerk, aber also das sind einfach nur Sicherheitsmaßnahmen, dass halt nichts passiert, dass auch wenn mal was passiert, also es ist ja ganz normal, dass vielleicht mal sich irgendwie ein bisschen Schliffer reinholt, aber das ist halt ganz normal, meiner Meinung nach. Und normalerweise passiert auch nichts, dafür sind halt die Sicherheitsvorrichtungen da, damit halt nichts passiert, um halt einfach nur abzusichern, dass halt die Azubis beziehungsweise auch dann auch später die Facharbeiter dann auch auf jeden Fall denen nichts passiert, weil die sollen ja auch arbeiten und Geld verdienen, also wäre blöd, wenn euch dann was passieren würde. Deswegen wird dann auch immer viel auf Sicherheit geachtet. Deswegen heißt es schön, ne? Wo gefräst wird, da fallen auch Späne. Ne? Genau. Ja, so ähnlich. Es gibt ja aber letzten Endes eigentlich keinen Job, wo jetzt hundertprozentig risikofrei ist. Selbst eine Frau, die jeden Tag das ist natürlich auch eine Riesenleistung, aber jeden Tag halt ins Büro fährt und mit sehr viel Papierkram am Computer arbeitet, die kann sich auch mal ein Papier schneiden, kann sich auch mal den Fuß stoßen, kann sich auch mal die Hand irgendwo einklemmen. Und so haben wir halt auch unsere Gefahren, wir haben halt etwas andere Gefahren, wie andere Berufe. Sieht übrigens sehr stylisch aus, die Brille, ne? Im Gegensatz zu meiner. Wir haben jetzt schon wieder die nächste Frage. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es war, weil du es angesprochen hattest, aber das ist auch was, was wir eigentlich immer auch in Schulen oft gefragt werden. Das war das Stichwort Geld. Also einfach die Frage, was man denn tatsächlich verdient. Da werdet ihr wahrscheinlich, also selbst wenn ihr jetzt nicht explizit über Zahlen reden wollt, aber ihr könnt ja sicherlich was dazu sagen, ob ihr grundsätzlich damit zufrieden seid, weil offensichtlich ist das ja auch ein Entscheidungskriterium, vielleicht auch perspektivisch, was da generell so möglich ist. Und ich glaube, die Frage lässt sich auch nicht so einfach beantworten, weil es da ja auch Abstufungen gibt und so weiter. Aber ihr seht, also die Frage ist natürlich nicht ganz unwichtig, weil sie auch immer wieder gestellt wird. Würde ich da gerade mal kurz beantworten. Also klar, es ist, man bekommt bei uns, wir sind jetzt in der 3,5-jährigen Ausbildung, man bekommt jedes Jahr ein anderes Gehalt. Also jedes Jahr, wo man reift, im Sinne also geistig und auch körperlich vielleicht auch, bekommt man jedes Mal ein anderes Gehalt. Also man bekommt, auch je nachdem in welcher Firma man logischerweise angestellt ist, also man kann so mit 1000 Euro brutto rechnen. So mal zum Vergleich, wenn jetzt eine PlayStation 350 Euro kostet, könnt ihr euch mal 3 Playstations oder 2 Playstations mal mindestens von dem Nettogehalt leisten. Im Monat, also das ist schon gut, da könnt ihr schon einiges machen. Warum was machst du mit 2 Playstations? Ja, gut, also man könnte, ja genau. Man könnte. Ja, du kannst ja vielleicht Alexander eins abgeben. Ne? Genau. Oder was hast du denn mit deinem ersten Gehalt? Weißt du noch, was du dir geleistet hast? Ja, Playstation ist ein sehr gutes Stichwort, weil ich habe mir mit meinem ersten Gehalt wirklich den Playstation-Traum sogar erfüllt. Also ich bin selbst Gamerin, ich zocke sehr viel. Mhm. Ja, und habe damals meine Konsole, die ganz normale PS4, habe ich mir halt von meinem ersten Gehalt geholt und von dem, was ich übrig hatte, habe ich teilweise auch angefangen, mein Auto, also die Versicherung von meinem Auto zu zahlen, weil ich dann das alte Auto auch von meinem Vater gekriegt habe. Und dann teilweise noch 1-2 Spiele für die Konsole natürlich, okay. Man will sie auch nutzen dürfen und dafür ist es dann draufgegangen. Jetzt kommt auch schon wieder die nächste Frage. Also anscheinend langsam haben die Leute Geschmack gefunden an dieser. In dem Fall geht es tatsächlich nicht ums Geld. Also ich glaube, das Thema, das kann man ja noch lang und breit ausführen, aber es zeigt sich ja schon, dass es nicht unwesentlich ist und wahrscheinlich auch später, zum Beispiel dann nach der Ausbildung noch, auch um Vielfaches mehr. Aber jetzt kommt tatsächlich die Frage von einem User,
Ich kann den Namen, weil es ist einfach nur eine Zahlenfolge, deswegen nenne ich den Namen jetzt nicht, aber er weiß, dass er gemeint ist. Der fragt, gibt es einen Einstellungstest? Und dann direkt danach kam dann noch die Frage, wie kann ich mich darauf vorbereiten? Also sofern es sowas gibt. Ja, also beim Einstellungstest, jetzt zum Beispiel hier bei uns in der Firma, haben wir 2 Stück. Es ist eigentlich erstmal ein mit Allgemeinwissen. Man muss halt ein bisschen Deutsch wenigstens können. Also man sollte jetzt nicht gerade überhaupt kein Deutsch können. Man sollte halt kommunizieren können und man braucht natürlich auch ein mathematisches Grundverständnis dann für das Ganze hier. Gerade wenn man sich drüben dann bei Metall die ganzen Sachen anguckt. Also wir müssen ja auch teilweise Maße komplett berechnen und müssen dann halt schon sehr genau auch arbeiten können, damit wir uns auch darauf verlassen können, dass wir auch die richtigen Sachen ausrechnen. Und da werden halt so Grundsachen abgefragt, ganz normal. Dann gibt es aber halt auch noch einen spezifischen Eignungstest, das wäre dann der zweite. Da wird halt auch geguckt, okay, hat man auch ein bisschen Vorstellungsvermögen. Kann man sich jetzt, wenn man am Anfang vom Würfel sieht, den hinteren Teil, den man auf dem Blatt Papier jetzt nicht sieht, kann man sich das vorstellen? Einfach, dass man sozusagen auch noch ein bisschen weiterdenken kann. Sowas dann in der Art. Und dann haben wir halt die 2 Tests und wenn man dann die 2 Tests gut bestanden hat, beziehungsweise gut genug war, dann haben wir halt auch noch ein Einstellungsverfahren, wo man dann einfach einen Tag lang hier bei uns in der Firma ist und wo man dann auch nochmal ein bisschen auf die Gruppenfähigkeit nochmal geprüft wird, weil es ist für uns sehr wichtig, dass man in Teams arbeiten kann, dass man in Gruppen arbeiten kann, weil hier läuft alles nur über Gruppen, man muss immer mit jemandem kommunizieren können, man muss immer sich mit Leuten absprechen, aber auch bei der Arbeitsaufteilung, dass man seine Arbeit macht, also auch irgendwo Selbstdisziplin und Eigenverantwortung ist halt hier auch sehr wichtig. Und das wird man halt innerhalb von den Tests und dem Eignungstag wird man hier geprüft, sozusagen. Ist aber alles ganz entspannt, ihr kriegt dann auch hier gratis Essen, also ihr braucht da keine Angst zu haben, dass ihr da verhungern müsst oder das ist ganz entspannt, gucken, dass es halt, dass ihr euch halt gut präsentiert, logischerweise, aber ich glaube an Leute, wenn ihr es wirklich wollt, dann klappt das eigentlich auch. Gut, mich würde auch, ich müsste mir die Brille wieder aufsetzen. Ja, also, mich würde aber trotzdem mal interessieren, ob sich da hier wirklich mit dem Hasenkäfig dann auch irgendetwas bewegt. Ich bin ja jetzt geschützt, das heißt, du kannst loslegen. Also wir haben hier unten dann einmal sozusagen unseren Vorrat an Druckluft, um es etwas einfacher zu nehmen, haben dann hier unten unseren Schlauch legen. Deswegen habe ich das jetzt hier angemacht. Wir haben nämlich hier noch einen Zusatzschutz, dass man das hier auch nochmal ausstellen könnte. Dann, gerade weil das an ist, danke für die Schutzbrille, sehr, sehr wichtig. Denn wir arbeiten hier mit Druckluft. Es kann passieren, wenn ein Schlauch nicht richtig fest drin ist, dass der halt hier rausfliegt, dass die Augen geschützt sind. Wir wollen ja, dass jeder seine Augen behält. Dann ist es eigentlich ganz einfach. Ich kann es ja einmal zeigen. Da bewegt sich das. Also wie man einfach sieht, der Zylinder wird durch die Druckluft einfach angesteuert. Er bewegt sich. Dadurch bringt er dann hier die Teile auch nochmal zum Bewegen, wie man hier sieht. Der bewegt sich und nimmt hier die komplette Führung unten mit, die dann jedes Mal, wenn sie unten reingeht, eine Rolle hochbringt, die dann wieder ins nächste rübergebracht wird. Funktioniert das auch, wenn ich mal drauf drücke? Ja. Kannst du gerne probieren. Ich kann aber auch ganz fies sein und das Ganze abbrechen. Das ist in der Tat nicht so nett gewesen. Ja, nein, aber jetzt, so, ich gehe mal jetzt, also sowas, so eine Apparatur, diese Pneumatik, diesen pneumatischen Hasenkäfig, hat man ja normalerweise jetzt nicht zu Hause. Das soll einfach nur signalisieren oder zeigen, wie genau und mit was für vielen kleinen Teilen jetzt man in der Ausbildung auch arbeitet. Ja? Ja. Und wenn auch nur irgendein kleines Bauteil falsch angeschlossen wurde, da kannst du hier drücken wie ein Weltmeister und es passiert gar nichts. Es ist zum Beispiel hier ganz einfach, wir haben hier ein Wegeventil, das bedeutet einfach, wenn Druckluft auf die eine Seite reinkommt, dann bewegt sich das, wenn es geschlossen war vorher und lässt dann Druckluft bis zum Zylinder durch, dadurch kann der angesteuert werden. Aber dies geht dann zum Beispiel auch nur, wenn der Ausgang richtig geschaltet ist, wenn natürlich 2 Stück vertauscht wurden, dann geht das Ganze natürlich nicht mehr. Ja. Dementsprechend muss man halt auch ein Grundverständnis, Entschuldigung, dafür haben, weil man muss halt auch wissen, wie schließe ich die Sachen an, wie gehe ich damit um. Das sind lauter so Sachen, die wir dann hier auch lernen. Gut, auch so eine klassische Frage, weil du vorhin auch sagtest, du hast mit deinem ersten Gehalt die PlayStation gekauft und gesagt, du bist Gamerin, ja, und hast gesagt, da verbringt man ja auch so ein bisschen Zeit. Da wird immer ganz oft von den Schülerinnen und Schülern gefragt, ja, wenn ich so eine Ausbildung mache, da habe ich nicht mehr Zeit für meine Hobbys, Freizeit und sonst was. Wie ist es denn bei euch, bei dir, Sebastian? Kannst du denn noch deinen Hobbys nachgehen? Und die gleiche Frage auch an dich, Alexandra.
Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich immer noch genügend Hobbys habe, sagen wir es mal so. Also ich bin insgesamt in 5 verschiedenen Vereinen, also man schafft es auf jeden Fall und man ist effektiv eigentlich nicht später zu Hause, als wenn man jetzt zu 8 Stunden Unterricht hätte. Also wenn ihr vielleicht auf dem Gymnasium oder sowas seid, weiß ich halt nicht, wer halt ist, da ist. Die haben ja meistens irgendwie nur 8 Stunden Unterricht und das ist effektiv, es ist eigentlich nichts anderes. Mhm. Billy the Hunter fragt gerade, was für ein Schulabschluss war nötig, um die Ausbildung zu bekommen? Also an die 2 Azubi-Mentoren. Also ich bin Realschulabgänger und ich habe mein Fachabitur gemacht, also ich bin nochmal eine kleine Stufe höher, aber an sich war beides eigentlich überhaupt kein Problem. Also wir sind beide, was die Ausbildung angeht, auf dem komplett selben Wissensstand, da merkt man eigentlich gar keinen Unterschied. Die einzige Sache wäre halt, dass man für so eine Ausbildung halt klar das Grundverständnis mitbringt, aber mindestens einen guten Hauptschulabschluss hat, den sollte man dann hier schon haben. Es geht auch meistens mehr darum, um zu gucken, wie schlagt ihr euch denn? Also wenn ihr jetzt sagt, ihr habt einen guten Hauptschulabschluss und dann seid ihr im Vorstellungsgespräch oder werdet halt in diesem Gruppenauswahlverfahren und wenn ihr euch da super durchsetzt, dann habt ihr wahrscheinlich manchmal sogar mehr Chancen als irgendjemand, der Abitur gemacht hat, aber halt in dem Auswahlverfahren nichts auf die Reihe kriegt, mal so umgangssprachlich zu sagen. Dementsprechend, also das liegt komplett an euch, wenn ihr euch dafür einsetzt und das auch wirklich wollt, dann wird es eigentlich auch immer so passieren, dass ihr das auch hinkriegt. Also das kann ich nur so sagen, weil das ist wirklich vollkommen eigentlich egal, welchen Wissensstand man hat, wenn man halt sich dafür interessiert, dann hat man auch einfach einen höheren Wissensstand, das ist so. Ja. Das ist ja genauso, wie die Freizeit davon abhängig ist. So wie man sich, wenn man in der Schule sich ein bisschen engagiert und dann auch gut mitarbeitet, dann fallen einem die Hausaufgaben zum Beispiel leichter, man hat mehr Freizeit. Und so ist es auf der Arbeit auch. Wenn man in den Lehrgängen bei uns hier sehr gut mitmacht und das Verständnis in den Lehrgängen hat, dann muss man zu Hause oder vor der Prüfung überhaupt nicht mehr viel machen. Es ist halt wirklich die Frage, passt man auf, macht man mit, fragt man, wenn man was nicht versteht. Das ist bei uns auch ganz wichtig, wenn man was nicht versteht. Wir haben unsere Ausbilder hier, dann fragen wir sie auch. Dafür müssen wir halt zu Hause weniger machen. Da kommt dann auch die Freizeit wieder ins Spiel. Das ist genau wie in der Schule auch. Das macht hier eigentlich keinen großen Unterschied. Ja, es wird so viel von Freizeit und sowas dann gesprochen, aber ich muss trotzdem auch noch fragen, weil auch das immer wieder, die Schüler wollen wissen, hat man da auch Ferien? Ja, da sage ich dann mal, Ferien sind es nicht, man nennt sowas dann Urlaub, ja. Sag vielleicht noch mal ganz kurz, wie viele Urlaubstage habt ihr und so wie die Pausenregelung ist, weil das ist natürlich auch für viele Schülerinnen und Schüler mal eine Umstellung, wenn sie nach der Schule dann so praktisch dann, ja, so mal eine ganz andere Welt reinkommen, ja. Und habt ihr gar keinen Urlaub? Wir haben Urlaub. Ja, wie viel denn? Also ich kann gerade kurz beantworten. Wir haben an sich 30 Tage Urlaub. Das ist aber liegt daran, dass wir es in unserem Tarifvertrag drin steht und unsere Firma halt netterweise sagt, dass wir die 30 Tage auch gut bekommen können. Das liegt halt immer kommt halt immer darauf an, in welchen Firmen ihr reinkommt. Also wenn ihr halt in vielleicht kleine Handwerksbetriebe reinkommt, kann es halt auch sein, dass ihr weniger Urlaub habt. Vielleicht 1-2 Tage nur weniger, das kann halt passieren. Oder dass ihr vielleicht auch länger arbeiten müsst. Also wir haben eine 35-Stunden-Woche. Muss ich erstmal nicht sagen, das ist sozusagen, wir arbeiten 7 Stunden am Tag und haben dann 1 Stunde Pause. Andere Betriebe machen es zum Beispiel auch so, die haben dann 7,5 Stunden am Tag und machen nur 1/2 Stunde Pause. Also das ist dann von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich. Da müsst ihr einfach gucken, wie sieht es bei eurem Vertrag aus, den ihr gerade vorgelegt bekommen habt. Gefällt er euch so oder gefällt er euch nicht? Also könnt ihr eigentlich immer so auf den Vertrag gucken, wie sieht es aus mit dem Urlaub, wie sieht es aus mit dem Geld logischerweise, weil das ist immer eine sehr schöne Sache, und wie sieht es mit der Arbeitszeit aus? Und wenn ihr euch sagt, das gefällt mir, dann schlagt zu. Ich sehe da hinten ein ganz, ganz interessantes Gerät, eine Apparatur, irgendetwas, was ihr da aufgebaut habt. Wollen wir da vielleicht mal zusammen hingehen und ihr sagt noch was dazu? Ich kann mich erinnern, euer Ausbilder, Herr Weitzel, sprach davon, dass ihr Zahnarztpraxen beliefert mit Equipment. Ja, und was er nicht sagte, ist, dass ihr auch noch Mineralwasser herstellt, also so Sprudelwasser. Oder was ist das, was ihr hier aufgebaut habt? Also das ist kein Sprudelwasser. Das ist so eine genannte Regelungsanlage. Wir können hier mal sehen, das ist die an sich Anlage. Dann haben wir hier jetzt, die wird vom PC gesteuert.
Und wenn ich jetzt gleich mal anmache, auf Start, sieht man auch sogar, wie sich was bewegt. Nämlich, wir haben hier eine Pumpe, hier unten. Die pumpt das Wasser hoch durch den Durchflusssensor und leitet es oben in den oberen Behälter. Der lässt es dann unten wieder ab und dadurch hat man so einen Kreislauf. Das ist, dient dazu, vielleicht kennt ihr das mal, von zu Hause aus, wenn ihr eine Heizung habt. Ihr wollt ja nicht, dass die Heizung, wenn ihr anmacht, so durchgängig an ist und durchgängig warm macht, weil dann habt ihr irgendwann so 30, 40 Grad im Zimmer. Das ist meistens schlecht. Ihr wollt ja dann sagen, keine Ahnung, ihr stellt es auf 24 Grad ein, das heißt bei 23 Grad heizt er auf und bei 25 Grad hört er auf zu heizen. Und das ist hier nichts anderes. Also das sind so die Grundlagen. Wir sagen jetzt hier, wir sind hier bei 1 Liter. Kann man sehen. Und wir pendeln dann immer, genau, hier ist 1 Liter und wir pendeln dann immer runter auf 0,8 und dann geht es wieder hoch auf 0,2 ungefähr. 0,3 jetzt. Und das können wir halt jeweils hier auch hier unten im Programm alles einstellen. Hier sieht man nochmal, wie das aussieht. Also das rote hier, das ist die Wasserlinie. Das dicke schwarze in der Mitte, das ist die Sollwert. Also bei euch jetzt in der Heizung beispielsweise halt diese 24 Grad. Und das da oben ist der oberste Grenzwert, das heißt, bei der Heizung wären es ja dann halt die 25 Grad und hier unten die 23 Grad, Entschuldigung. Und dazwischen pendelt der Wert jeweils hin und her, weil wenn ihr zum Beispiel bei euch zu Hause ein Fenster aufmacht, dann geht ja die Wärme raus. Und wenn ihr es aber dann wieder warm haben wollt, dann muss ja die Heizung wieder nacharbeiten. Und nach dem Prinzip funktioniert das halt. Man kann auch noch verschiedene Sachen einstellen, man kann halt auch diese Differenz, wo er sich hält, einstellen. Kann ich auch mal kurz zeigen. Wenn man das hier ein bisschen runter macht, die Regeldifferenz. Komm. Dann wird das dazwischen kleiner. Sieht man, wie es hier kleiner geworden ist. Und jetzt versucht er es noch näher an 1 Liter zu halten. Jetzt geht er nur noch runter auf 0,9 und steigt bis 1,2. Also es wird immer kleiner, die Regeldifferenz. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass die Pumpe öfter läuft. So. Hier haben wir auch noch ganz verschiedene Sachen, die halt noch das alles anzeigen. Wir haben hier oben einen sogenannten Ultraschallsensor. Das kennt ihr meistens eher vom Auto vielleicht, wenn ihr rückwärts einparkt und so eine Einparkhilfe habt und in dieses schöne Piepsen kommt. Das kommt dann von so einem Ultraschallsensor. Er guckt einfach, was für eine Strecke hier drin ist und sieht dadurch die Wasseroberfläche. Und das ist halt wie beim Parken Autos, wenn jetzt einer hinten dran ist, bei so einem Abstand ungefähr, fängt es an ganz laut zu piepsen und immer weiter weg. Und so einen Sensor haben wir hier drin verbaut, um halt diese Wasseroberfläche zu gucken, wo die ist ungefähr. Dann haben wir hier jetzt noch einen optischen Durchflusssensor. Da sieht man, wie jetzt hier das Gewicht hochgeht und das ist ungefähr bei 200 oder 100, das sind 180 Liter pro Stunde oder Liter pro Stunde. Und hier unten haben wir nochmal einen digitalen Durchflusssensor. Ja, ich denke mal jetzt, was jeder wie zu Hause die Klospülung funktioniert, ja, und was sich da für eine Technik dahinter verbirgt, ja. Also als ich gerade das Gerät auch gesehen habe und euch zugehört habt, also da steckt definitiv Mathematik drin, da steckt definitiv Informatik drin, ja, Naturwissenschaft, ja, und auch Technik. Ganz viel Technik. Also sind wir, so zumindest meine bescheidene Meinung dazu, mit MINT auf jeden Fall sind wir auf dem richtigen Weg. Es gibt noch so viel mehr, was wir erzählen könnten und was ihr vor allem erzählen könntet. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da nochmal sich weiter zu erkundigen. Ja, wir können natürlich jetzt in so einem Livestream nicht alle Fragen beantworten, aber wir wollen ja auch sozusagen ein bisschen Neugierde machen, ja, für die Schülerinnen und Schüler, die sich in der Berufsorientierung befinden, dass sie einfach noch kommen und sich dann anderweitig erkundigen, vor allem bei euch hier bei Gensply Sirona. Und möchte jetzt hier an dieser Stelle so langsam auch zum Ende kommen.
mich hier bei den Hauptakteuren, und das ist in dem Fall wirklich hier, fangen wir mit dir an, bei der Alexandra und beim Sebastian bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt für eben so ein spontanes Livestream. Ja, und wir haben ja auch, habt ihr gesehen, viele Fragen, viele User gehabt. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken. Ich möchte mich bei den Zuhörern und Zuschauern bedanken und übergebe vielleicht nochmal ganz kurz an den Marco, an den zuständigen Projektkoordinator, der auch nochmal sagen will, was man tun muss, wenn man Interesse an dem Projekt Element hat. Zum einen habe ich das für dich nochmal mitgebracht, Alex. Ich glaube, da wolltest du noch was zu sagen, oder? Ja, ich hatte es ja vorhin mal ganz kurz erwähnt. Das ist wirklich in der Tat so, ja, so ein Projekt, ja, was so umfangreich ist, ja, und was viel Manpower bindet, ja, was viel einfach ja, so organisatorische Dinge mit sich bringt. Ja, das geht in der Tat nur, wenn man da Institutionen hat, die wirklich dahinter sind und die sagen, wir müssen hier in Deutschland was gegen den Fachkräftemangel tun damit. Ich schaue gerade auf den Ausbilder, stellvertretend für Denz Bleisirona, der sagt, wir wollen guten Nachwuchs haben. Ja, und das geht eben nur, wenn man auch dann dementsprechend die, ja, ich sage immer Logistik, in dem Fall ist es oftmals auch das Geld. Und wie schon erwähnt, hier der ESF, das Hessische Wirtschaftsministerium, die Bundesagentur für Arbeit, die natürlich ihren Teil dazu beiträgt, dass so etwas überhaupt gelingen kann. Genau. Und ich möchte mich auch nochmal an der Stelle ganz herzlich bei Denz Bleisirona bedanken. Mhm. Sind ja quasi schon Kooperationen, bestehen quasi seit Anfang des Projektes, muss ich wirklich sagen. Haben wir schon ganz viel zusammen gemacht, deshalb schon mal vielen Dank dafür. An die Zuschauer vielleicht nochmal, wer Interesse hat, mit der Firma zu kooperieren und im Projekt Element aktiv zu sein, kann sich gerne an mich wenden. Man findet wahrscheinlich am einfachsten auf element.de die Kontakte von mir und meinen Kollegen. Wir sind über ganz Hessen verteilt und haben eben Kooperationsfirmen, die bereit sind, mit Schulen Zusammenschlüsse zu schaffen. Daher gerne an uns den Kontakt herstellen. Super. Ja. Dann vielen Dank. Dann vielen Dank und bis zum nächsten Livestream. Auf Wiedersehen.